Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu Ravensword Shadowlands. Wir schleichen hier durch Rohrdan auf der Suche nach dem zweiten Ravenstone und haben da immer so, naja, kleine Rätsel zu bewältigen, mit Feinden zu kämpfen, wie das halt so ist. Und wir machen da auch immer ein ähnliches Spiel drauf. Wir greifen immer erstmal mit dem Bogen an, die Skelette. Dann warten wir, dass die kommen. Dann wechseln wir auf das Schwert und hauen so schnell wie nur irgend geht drauf. Jawohl. So, haha. Und das klappt da eigentlich ganz gut. Bislang. Ich nehme zwar immer wieder Schaden, weil wenn die zuhauen, dann ist wirklich richtig heftig Leben weg. Aber bislang hat das einigermaßen hingehauen. Einmal sind wir schon zu Tode gekommen. Schön langsam um die Ecke gucken, mein Lieber. Genau. Einmal sind wir schon zu... Geht das jetzt von selber auf? Also einmal sind wir schon zu Tode gekommen, aber ansonsten ging es ganz gut. Oh Mann, okay. Also, dann lass mich mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, weil diese Tür ging auf, als ich hier jetzt über die Schwelle getreten bin. Und dann... So, wenn ich auf diesen Stein stehe, wenn ich hier stehe, geht die Tür auf. Wenn ich da wegtrete, geht sie wieder zu. So. Tja, das ist jetzt mal eine gute Frage. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben die Rune of Force haben wir. Vielleicht nehmen wir mal die of Wind. Können wir denn damit irgendwas machen? Können wir dich damit halten? Tür? Lauf mal vor. Nee, damit können wir nichts machen. Halleluja, Leute. Wie komme ich durch diese Tür? Nee, es bringt gar nichts. Mann, das ist jetzt mal eine gute Frage. Wie kommen wir durch diese Tür? Da ist... Wie kommen wir durch diese Tür zum Kuckuck aber auch? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir so einen riesen Block holen. Den tragen wir darüber. Genau. Wir nehmen so einen Block mit. Oh, das kann ja heiter werden, Leute. Stellen den Block dann da drauf. Das wäre so die Idee, die ich hätte. Ich hoffe mal, dass das hinhaut. Aber da werden wir eine Menge Mana brauchen. So. Dann komm du mal mit. Ah, muss ich näher ran? Hallo? Hallo? Ich kann die nicht mehr anheben. Ah, das ist ja böse. Ah, muss ich es von da aus machen? Hüpf mal rüber, Jack. Müssen wir die von vorne tragen? Möglicherweise. Mir würde ja ein Block reichen. Ich brauche keine zwei, aber wir versuchen es einfach. Nee. You need more energy. Ja, das ist wohl wahr. Wie gesagt, viel Energie haben wir nicht. Verdammt ich aber auch. Ich kann die nicht mehr bewegen. Tja, das wäre jetzt meine Idee gewesen. Aber... Ich kann die nicht mehr bewegen. Tja. Das wäre jetzt meine Idee gewesen, wie gesagt. Aber ich komme da nicht weiter. Wieso kann ich denn den Block nicht nehmen? Nee, es geht einfach nicht. Ah, James Ward. Ich brauche mehr Energie. Wie zum Kuckuck? Wie zum Kuckuck? Vielleicht aus der anderen Ansicht. Manchmal passieren ja komische Sachen. Ach Mensch, habe ich denn überhaupt die Rune des Windes? Natürlich nicht. Also, oh meine Güte. Jolina Hawk, wir sollten schon die richtige Rune haben. Dann sollte es auch gehen, oder? So, jetzt gucken wir mal, ob das mit dem zurück... Ja, na also. Na also?
Komm, so sollte das gehen. So, okay. Also, so sollte das gehen. Aua, ich erschlag mich noch selber mit dem Ding. Komm mal her. Ich glaube, so rum ist besser. Ja, komm her. Oh, die falsche Rune hat. Upsa, jetzt bin ich ein bisschen gehüpft. So, ein Stück zurück. Und dann ziehen wir euch. Komm her, komm. Komm hoch. Komm. Komm hoch. Und nach da drüben, dann machen wir es halt so. So. Okay. Ja, Klötzchen bauen. Hat was? Bei der Rune des Windes brauchen wir Gott sei Dank kaum Energie. So. Und runterfallen lassen und möglichst nicht erschlagen, Jack. Und dann geht's weiter. Komm her. Wir brauchen ja letztlich nur einen von diesen Dingern. Ich brauche keine zwei. Und auch keine drei. Mir reicht einer. Komm her. So. Kann ich denn mit denen nicht laufen? Nee, mit denen kann ich leider nicht laufen. So. Klötzchen bauen. Und dann hüpfen wir jetzt darüber. Jetzt ist die Tür auf. Ach Quatsch, nee, wir müssen ganz darüber. Oh je, das ist ja relativ weit. Naja gut, okay, was soll's. Dann machen wir jetzt hier eben ein Geduldsspiel draus. Komm her. Komm so schön darüber gehen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass ich nicht laufen kann mit den Dingern in der Hand. Aber naja, dann ist es halt so. Komm. Schön schnell, schön schnell. Gut. Jo, und weiter geht's. Es leben die kleinen Rätsel. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich ziemlich mit meinem Latein am Ende. Aber ich denke mal, dass das gehen sollte. Und dann kommen gleich wahrscheinlich 1000 Feinde raus. Das heißt, wenn wir das geschafft haben, weil es doch ein bisschen langwierig ist, setzen wir mal wieder einen Speicherpunkt. So, und wehe, das geht nicht. Dann bin ich stinkig. Ja, genau. So geht das. Komm her. Oh, ich muss doch durch die Tür kriegen. Komm, so. So, so. So, das sollte jetzt aufbleiben, oder? Ah, nee. Wieso nicht? Hm. Hallo? Sind die Dinger nicht schwer genug? Muss ich zwei aufeinander bauen? Komm her. Ach Leute, das ist ja fies, oder? Kann ich dich drehen? Ah, na also. Geht doch. Sehr schön. Und jetzt setzen wir einen Speicherpunkt, weil das möchte ich auf gar keinen Fall nochmal machen. Nehmen wieder unseren Bogen. Und dann gucken wir mal da rein. So langsam sollten wir ja irgendwo hinkommen. Gibt's da? Habt ihr wieder irgendwas für mich, ihr Kobras? Ich bin ja mal auf den Endgegner gespannt, ob der irgendwie schlangenartig ist, weil wenn wir hier überall Kobrazeichen haben. Oder ob es eine Spinne ist oder was auch immer. Im Augenblick sehe ich hier bloß eine große Halle. Ich sehe eine große Halle, aber keine Feinde. Kann denn das sein? Na, so, jetzt habe ich mal ein bisschen Hühnerfleisch gegessen. Nicht immer Schwein und Ratte. Und was passiert hier jetzt? Ah, ein Skeleton, Skeleton. Wie viele seid ihr? Oh, komm, nimm das Schwert. Und blocken. Und dann haben sie mich auch schon. Okay, alles klar. Gut, dass wir gespeichert haben. Die bösen Skelette. Echt? So, jetzt nehmen wir erstmal wieder den Bogen und warten, bis wir diese Skelette sehen. Da müssen wir ein Stück reinlaufen. Das finde ich ein bisschen schade. Da können wir wenigstens vielleicht einen. So, wie weit muss ich rein? Ah, verflixt aber auch. Komm, wechsel. Komm, auf geht's. Ah, nee, schon wieder. Okay. Das ist fies. Das ist fies. Okay. Dann lassen wir jetzt gleich das Schwert. Nee,
genau. Schleichen uns wieder rein. Versuchen uns mal in eine bisschen bessere Position zu kriegen. Die sind schon wieder härter als die, die da draußen waren. Man erwartet ja immer, dass es nicht weiter schlimm ist. Komm. Und geblockt. Yippie. Ich krieg euch. Nein, ich krieg euch nicht. Das gibt's doch überhaupt gar nicht. Okay. Ist das gemein. Die sind aber auch so schnell dran. Also dann, neuer Versuch. Das machen wir jetzt so lange, bis es klappt. So, wo seid ihr, Skelette? Da ist jetzt eins. Die verteilen sich auch immer anders. Und? Komm! Und lauf, Junge, lauf! Oh, nee, schon wieder. Oh, Manni, ey. Das ist fies. Fies, 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 fies. Also gut, dann versuchen wir es mal mit dem Bogen. Aber die gemein... Das ist... Ich finde es so fies, dass man da aus dem Stealth fällt. Weil das ist ja eigentlich das, was mir so einigermaßen die Chance gibt, überhaupt mit diesem... So, jetzt warte mal. Vielleicht erscheinen die ja gleich. Der Stealth ist ja das, was mir... So die Möglichkeit gibt, wenigstens einen schon mal. Und die hauen zu. Und kommt. Lauf, 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 Junge, lauf. Nein, du sollst nicht wieder... So. Wo seid ihr? Komm, komm, komm. Los jetzt, auf. Yippie. Oh, Gott sei Dank. Aber mal gerade so. Aha, da ist noch eins. Wo kommt ihr denn alle her? Verflixum aber auch. Noch einer? Noch eins? Noch eins? Bleib in Bewegung, mein Freund. Bleib in Bewegung. Ach du Schande. Bleib möglichst in Bewegung. Oh ja. Okay, also das ist alles irgendwie nichts. Juhu. Tja. Tja. Also was wir jetzt zuerst mal machen, wir haben hier noch die Rune des Windes. Wir werden die Rune auf Force nehmen. Das hat natürlich den Nachteil, dass es unglaublich viel Mana braucht. Wenn wir die auf Strength nehmen, wie oft wollen wir das jetzt noch machen, Leute? Das ist mal eine gute Frage. Das ist wirklich fies. Die sind ja... Ne? Dass die da ständig nachkommen. Und dass ich aus meinem Stealth fall, das ist so gemein. So, komm. Da stehen schon drei. Jetzt wartet mal. Vielleicht, wenn ich... Nein, siehst du, sobald ich da reinkomme. Ah, was ist denn jetzt los? Jetzt macht hier mein... Ich kann mich nicht verstecken. Was passiert? Boah, aber verflixum aber auch. Verflixum aber auch. So, jetzt versuchen wir das noch einmal und dann höre ich, glaube ich, genervt auf. Aber da muss es irgendeinen Witz geben. Also irgendetwas... Wartet mal. Ich überlege die ganze Zeit. Den Hammer? Ne, der Hammer. Hm. Gut, der macht eine Menge Damage. Nehmen wir mal den Hammer. Ich habe echt keine Idee. Ich habe wirklich keine Idee. Und nehme noch die Rune of Strength. Ich habe echt keine Idee. So. Wenn wir ganz am Rand bleiben, fallen wir vielleicht nicht aus dem Stealth, oder? Kann das sein? Da muss irgendein Trick sein. Irgendein Trick. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier überhaupt soll in diesem Gebiet, weil ich sehe weit und breit nichts. Also lass uns mal hier einfach am Rand bleiben. Ja, siehst du? So viel zum Thema am Rand bleiben.
Bleib am Rand. Los jetzt, auf! So, und jetzt? Kommen wahrscheinlich gleich wieder welche? Ich bin jetzt versteckt. Die Frage ist, was soll ich hier? Ist hier irgendwo dieser Runenstein? Ich sehe nämlich auch überhaupt gar nichts, was irgendwie leuchten würde oder mir anzeigt, dass es da einen Stein gibt. Da ist es, sind die nächsten Skelette, die spawnen schon wieder. Komm, auf geht's! Noch eins? Okay. Also ich glaube, was ich jetzt mal versuche ist... Lauf du mal da raus. Lauf du mal da raus. Die Frage ist nämlich, verflixum aber auch, ob ich hier überhaupt was tun muss. Wir laufen jetzt mal zurück. Wir laufen jetzt mal zurück. Wir hatten da ja noch eine zweite Kammer. Okay, hier ist jetzt wieder zu. Wir gehen jetzt mal in die andere Kammer und gucken, ob wir da irgendwas machen können. Und wenn das dann auch nicht erfolgreich ist, dann muss ich mal in aller Seelenruhe drüber nachdenken, weil ich in diesem Raum auch gar nichts sehe. Insofern da ständig... Nein, ich brauche die Blöcke nicht zu benutzen. Wir laufen jetzt mal zurück zu dieser Haupthalle, zu dieser Eingangshalle. Genau, da ist nämlich noch, noch eine andere Tür gewesen. Wir bleiben aber trotzdem jetzt erstmal im Stealth. Mann, und ich dachte schon... Aber das, ich dachte wirklich, dass ich jetzt hier mittlerweile ein wenig gelernt hätte mit dem Nahkampf. Aber das ist dann trotz allem jämmerlich. Nur langsam beginne ich mich zu fragen, wie dieses Spiel wohl auf schwer wäre. Wahrscheinlich schwer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier in die Tür reinkommen. Wo ist ein Skeleton? Das Skeleton steht hinter der Tür, oder? Okay, wir setzen mal einen Speicherpunkt, weil ich mich ja wirklich nicht mit Ruhm besudle hier. Ich brauche einen Schlüssel. Wo kriege ich denn diesen Schlüssel her? Zum Kuckuck aber auch. Hm. Und wenn ich jetzt rausgehe, also muss dort irgendwo der Schlüssel sein? Vermutlich muss dort irgendwo der Schlüssel sein oder ein Eingang. Aber wenn ich mich hier mit diesen Skeletten die ganze Zeit kloppen soll, habe ich ja überhaupt keine Chance. Egal welche Rune, egal welchen Zauber ich benutze. Es gibt nirgends was zu finden, kein Schlüssel, kein nichts, verflixum aber auch. Wenn ich mich um diese Skelette gar nicht kümmere, die da sind... Und einfach mal durchrenne, um zu gucken, was da so Sache ist. Ja, ich weiß, jetzt müssen wir wieder die Sachen hier einrichten. Also nehmen wir wieder die Rune des Windes. Equip. So. Mehr? Jappa. Nun sind wir auf. Doch, ich kann mich verstecken. Los, versteck dich. So. Vielleicht muss ich die ja gar nicht erschlagen, sondern versuche einfach nur denen aus dem Weg zu gehen. Das wäre ja auch eine Idee. Um da irgendwas zu finden, was auch immer. Lass uns mal gucken, ob man da... Ja, das ist nicht so einfach, denen aus dem Weg zu gehen. Komm. Es ist nicht einfach, denen aus dem Weg zu gehen. Lass mich mal gucken. Ich finde hier nichts zum Kuckuck aber auch. Ich finde hier gar nichts. Warte mal, da geht noch irgendwas auf. Ah. So, dann nehmen wir jetzt mal ganz schnell den Temple Key. Und gucken, dass wir hier ganz schnell rauskommen. Da vorne geht schon wieder irgendwas auf und zu. Oh, Gott sei Dank. Gott, Mensch, Jolina. Ja, du bist wirklich echt der Hammer. Richtig, ich lass mich da tausendmal totschlagen. Dabei hätte ich bloß durchlaufen müssen. Auf die Idee hätte ich ja auch wirklich mal länger, schneller kommen können. Oh, naja, egal. Wir haben es geschafft. Ich finde, das ist ja trotzdem was wert, ne? Und dass ich nun nicht unbedingt die beste Nahkämpferin bin oder überhaupt Kämpferin, wissen wir ja auch.
Ist also egal, Schwamm drüber, wir rennen ganz schnell zu der Tempeltür. Das machen wir dann aber das nächste Mal, das machen wir nicht mehr heute. Sondern wir stellen uns nur vor dieser Tempeltür hin, genießen diesen Augenblick, dass wir den Schlüssel haben und machen dann das nächste Mal weiter. Genauso werden wir das tun. Ich liebe kleine Cliffhanger. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, wenn wir das nächste Mal diese Türe öffnen. Dass dahinter ein Skelett steht, wissen wir ja jetzt schon. Aber was das genau mit uns macht, werden wir das nächste Mal sehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Ihr wisst ja, bis bald. Tschüss!